Bei manchen Ex-Politikern staunt man ja nicht schlecht über die Karriere nach der Karriere. Berlins Ex-Bürgermeister Klaus Wowereit zum Beispiel startet jetzt auf 105.5 Spreeradio seine eigene Kolumne. Aber warum? Eigentlich könnte er sich doch auch einfach zur Ruhe setzen und die Politik getrost an den Nagel hängen. Ich finde es ganz gut, dass man seinen Terminkalender wieder selbst bestimmen kann, aber trotzdem nur Freizeit haben ist auch nicht so gut. Also ein bisschen was tun, sich engagieren, auch ehrenamtlich, das werde ich auf jeden Fall tun, aber auch sehr gezielt. Und das ist jetzt hier ein Teilbereich, der mir Spaß machen wird, bin ich ganz sicher. Weil Radio habe ich immer gerne gemacht. Radio ist ein Medium, was oft auch unterschätzt wird. Und viele Menschen genießen es aber trotzdem. Und das ist schön. Zusammen mit Programmdirektor Jochen Truss geht's künftig ans Eingemachte. Wowereits Woche heißt die Kolumne, immer mittwochs um 6.40 Uhr und 8.40 Uhr. Es geht um politische Themen, die für Berliner wichtig sein könnten. Und es wird nichts Kurzfristiges, die Kolumne soll dauerhaft laufen. Wir treten nicht an, um das eine Woche oder zwei Wochen zu machen, sondern es ist schon langfristig gemeint. Und ich finde, so etwas... Wir wissen nicht, wie lange du es durchhältst. Ne? Ja, genau. Wer weiß, wie lange ich das durchhalte. Zu besprechen gibt es sicherlich viel. Und wir merken mal wieder, von der Politik kommt man auch als Ex-Politiker eben nie so ganz los.